So, Artok hier und das Spiel Enix, also die Macher Enix, 3X. 4RRS with Dual Unit, bla bla blups. Star Ocean. Leider auf Englisch. Hier, D-Chap 2003, die englische Translation. Und das, ich finde das Spiel einfach toll. Okay, New Game. Ja. Wie kann der wohl heißen? Ihr habt es erfasst. Artix. Nein. Artox auch nicht. Artok. Alles klar. Okay. Das Spiel ist leider komplett auf Englisch. Und, ja, ich werde es nicht übersetzen. Definitiv nicht. Weil das wäre einfach zu viel Übersetzung. Weil, ihr werdet es gleich sehen. Okay, hier ist erstmal das Intro. Und das Spiel hat Sprachausgabe, was bei Super Nintendo Rollenspielen nicht so oft eigentlich ist. Ja. Also ich kenne das eigentlich sonst nur bei... Oh mein Gott, wie heißt's? Tales of Phantasia. Ja, und da der Anfangsleiter auf Japanisch. Also japanische Schriftzeichen. Der Mann geht auf und ab. Eigentlich nach links und rechts. Warum die nicht mit meiner Happy Meal Tüte? Ach, hör da. Ach, die Happy Meal Tüte war leider nicht mehr da. Wollen die was anderes haben? Vielleicht von Subway? Ehrlich gesagt, nein. Da schieße ich ja lieber einen Planeten kaputt. Hahaha, das passiert, wenn ich kein Happy Meal bekomme. Oh, wir wurden gesichtet. Nein, eigentlich wurde ein Planet von denen abgeschossen. Ah, wir haben den Planeten abgeschossen. Da war mein Hippie Meal. Oh. Das ist bestimmt Burger King. Ja, Burger King hat den McDonald's Planeten abgeschossen. Nein, jetzt kriege ich niemals ein Happy Meal. Screw you, Burger King. Oh, da kommen wir in den bösen Cola-Sturm. Okay, ich sehe es jetzt gerade mal sehr ins Lächerliche, aber egal. Was nun? Wollen wir zu Subway? Oder Pizza Hut? Kentucky Fried Chicken wäre auch noch eine Option. Alles klar, fliegen wir nach KFR, KFC. KFR. Kentucky Fried Chicken. Okay, auf zum KFC-Planeten. Warum? Weil ich mein Happy Meal nicht bekommen habe. Und jetzt verspüre ich den Heißhunger auf Hühnchenflügel und Beine vom Colonel. Oh ja, die werden wir holen. Oder Hähnchen mit Waffeln. Lecker, lecker. Alles klar. Schwarzer Bildschirm. Wird er noch... Oh mein Gott. Berge, die in der Luft schweben? Ein... Was war das denn? Das sah aus wie ein kleiner Löwe. In lila. La 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 la, ich bin ein Affenmädchen. Oder war das ein Affenjunge? Nein, ein Affenmädchen. So, das ist unser Freund Dorn, wenn mich nicht alles täuscht. Man, it's quiet around here. Yeah. But quiet also means peaceful. Ah, quiet means also peaceful. What do you think about Millie? What do you mean? This is just between you and me, but... She's so full of herself and a tomboy. Uh-oh. Dorn, on top of that, she's kind of dumb and loudmouth too. Dreh dich jetzt bloß nicht um. Oh. And who are we talking about? Oh. Shit. You should be doing your job, not sitting around and talking. I told you there's nothing to do. Why don't you go patrol or something? Here, I'll even come with you. Oh Gott, bitte nicht.
Looks like I'm stuck. Ja, sieht so aus. Ja, und es ist ein Rollenspiel. Uah. Okay, let's go petrol. Yay, wir können es bewegen. Also Star Ocean ist eine Riesenreihe. Hat ja mittlerweile schon viele Teile. Also ich habe den vierten für die 360 gespielt. Oh, Resurrect Bottle. Gespielt. Und das spielt ja vor diesem Teil, was ja total genial ist. Also die Geschichte... Oh, ich habe einen Blackberry bekommen. Die Geschichte aus dem vierten Teil spielt vor dem ersten Teil. Das haben sie ganz früh gemacht, weil die haben gesagt, hey, was machen wir? Wir müssen die Leute erinnern an den ersten Teil und die Geschichte ein bisschen aufgreifen. Und haben sie gesagt, wir zeigen jetzt einfach, wie es zu diesen Sachen in Star Ocean 1 kam. Und das haben sie verdammt gut hinbekommen. What the? Oh nein, Zwerge. Nein, das sind Ninja-Katzen. Hahaha. Oh nein, help, please. Das ist bestimmt Halo Kitty. Eek. Nein, die bösen... Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Oh, oh. Katzenrennen. Okay. Lass mich rein, lass mich rein. What are you doing, Arthur? Let's go give the seas a dredging. Yeah, yeah, alright. Aber erstmal gucken wir hier unten. Irgendwas müsste doch gegeben. Komm schon. Screw you. You're going down. Oh, you're going down. Und man muss einfach nur draufprügeln am Anfang. Weil man hat irgendwie am Anfang gar nichts. Und einfach als den Aktionsknopf drücken. Okay, haben wir schon ein Menü? Oh, haben wir. Okay, im Special haben wir... Oh, nix. Also, das ist so ähnlich wie bei Tales of Phantasia oder halt bei anderen Star Ocean Spielen. Und zwar hat man S für Short und L für Long Attacke. Wenn man jetzt den L-Button drückt, wenn da jetzt was stehen würde, würde der die Attacke machen und bei R-Knopf halt unten auch. So, dann haben wir halt Equip, haben wir irgendwas zum Equippen? Oh, doch so finished. Okay, Skills und sowas, das zeige ich euch. Ja, brauchen wir im Moment nicht. Wenn soweit ist, werde ich euch darauf hinweisen und sagen, hahaha, schlucki lucki. Here we go! Oh nein, die waren hier, da steht Long, hier Short. Ja. Das ist halt die Entfernung. Oh, Blueberries und Blackberries. Warum nicht, gibt's auch noch Whiteberry, da ist der Berry White. They're tougher than we thought, aren't they? Don't make me laugh. They're just a couple of kids. Let's show you how it's done. Oh, cool, man. Okay. We're not kids. We are members of the Cletus Brigade. Don't be so stuck up just cause you're in charge of a bunch of wimps. Yeah, you weaklings. Booyah, in your face. What did you say? In your face. Let's get him, boss. Haha, und dieser Bosskampf ist so schwer. Ich drück die ganze Zeit nur einen Knopf. Die ganze Zeit... Okay, vorhin war das irgendwie cooler. Vorhin haben die mich nicht einmal getroffen. Ich habe vorhin irgendwie mal angespielt, ob ich sie wirklich spielen will. Arthur gained a level. Thorn gained a level. Fan art acquired. Oh mein Gott, war das gerade Scandem? Scandem, ja. Gundam. Mommy shoot Gundam. Ah, thank you. It was nothing. It's just what we do. Saving the world. Und so weiter. Aren't you cool? Ich habe blaue Haare. Lass mich in Ruhe. Ja. Man fragt die ganze Zeit, dieses That Evening. Dieses Raumschiff. Kommen die wirklich zu Kentucky Fried Chicken? Kriegt der Boss noch sein Lunch? Wir werden es irgendwann herausfinden, denke ich mal. Your tea is ready. Oh, meine Mutter.
Please, make yourself at home.